Hier sagt er, da ma yaribuk. Er hat das mit einem Dhamma gelesen, yuribuk. Das ist auch möglich. Wobei aber das mit dem Fatha besser ist. Also yaribuk. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da ist eine Befehlsform, Imperativ, lass, eine Befehlsform, Aufforderung. Die Gelehrten sagen aber, dass das für den Istihbab ist. Das heißt, das ist mustahab, die Shubuhat zu meiden. Es ist mustahab, die Shubuhat zu meiden. Häufig. Es kann auch Situationen geben, in denen es verpflichtend ist. Und es gibt Shubuhat, sie zu meiden, ist pure Waswasa. Das heißt, es geht dann ins Extreme, das nicht löblich ist und nicht der Religion zugeschrieben werden kann. Die Details davon, darauf werden wir nochmal eingehen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mit den Meiden der Shubuhat ist gemeint, dass das Mustahab ist. Das ist der Madhab der Shafi'iyya und auch der Madhab nicht weniger unter den Hanabila, dass das zu meiden ist. Man muss unterscheiden die Ursache der Shubha. Es gibt verschiedene Ursachen der Shubha oder sagen wir Bereiche der Shubha. Hauptsächlich kennen wir zwei Bereiche. Das eine nennen sie jede Handlung oder jedes Urteil, über das wir sprechen, wenn wir sagen, das ist erlaubt oder das ist verboten. Es gibt, ich nenne sie mal Legitimierungsursachen und Verbotsursachen. Und eine Form der Shubha entsteht, wenn diese beiden miteinander vermengt werden. Und dann haben wir noch ein anderes Beispiel, und zwar, wenn sich Erlaubtes mit Verbotenem vermischt und vermengt. Zum Beispiel bei Geldern, ja, oder bei Schächtieren oder derartiges. Fangen wir mal an mit dem zweiten Fall, und zwar, wenn sich Erlaubtes und Verbotenes miteinander vermengen. Als Beispiel Gelder. Du hast einen Nachbarn. Und dieser Nachbar, du weißt, dass er Geld eintreibt durch Verzinsung. So, und jetzt ruft er dich zu dir nach Hause und lädt dich zum Essen ein oder zum Trinken. Und du weißt, er muss das erworben haben durch dieses Geld. Darf ich davon essen und trinken? Ist da nicht eine Shubha da, dass dieses Essen oder Trinken, was er mir anbietet, aus dem Geld erworben wurde, was er illegitim besitzt, unrechtmäßig besitzt? Das ist also der erste Fall, den wir haben. Ikhtilatul halali bil haram. Vermengung von halal und haram. Grundsätzlich muss man sagen, die Ahlul Ilm haben teilweise verschiedene Ansichten, wie man mit sowas umgeht. Selbst innerhalb des hanbalitischen Madhabs haben wir vier Auffassungen. Diesbezüglich. Vier Auffassungen. Die eine sagt, es ist verboten. Gänzlich verboten. Dann gibt es eine, die sagt, wenn das Erlaubte in der Anzahl höher ist, in der Menge höher ist, ist es erlaubt. Denn das Geringere folgt der Masse oder der Mehrheit. Nach dem Schema Tabi'u Tabi' ist eine Regel im Fiqh. Und andere sagten, wenn es nur ein Drittel ist, das Verbotene ein Drittel oder weniger, dann darf man es auch nutzen. Die große Mehrheit, wenn ich mich nicht irre, und das ist das, was Ibn Qudama erwähnt, im Al-Mughni, also er ist dieser Auffassung, er sagt, das ist das Richtige, dass es legitim ist. Legitim vorausgesetzt, mit der Voraussetzung, dass es keine Merkmale gibt, dass dieses individuelle Ding, was du bekommst oder nimmst, verboten ist. Beispielsweise, also wenn du nicht weißt, dass dieses ganz bestimmte Ding, was du beispielsweise konsumierst bei ihm zu Hause oder was du bekommst,
dass das persönlich, individuell betrachtet, nicht verboten ist, nicht das verboten ist. In diesem Fall ist es legitim, es ist aber mustahab, es zu meiden. Es ist mustahab, es zu meiden. Ja. Deswegen überliefert Ahmed in dem Musnad den Hadith von Abu Huraira, in dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما أو سقاه شرابا فلا يسأل عنه. Wenn jemand von euch bei seinem Bruder, dem Muslim, eintritt und ihm Speise angeboten wird oder Trunk, er soll فلا يسأل عنه, dann soll er nicht danach fragen. Frag nicht, ist das halal? Oder ist es haram? Ob es Fleisch ist oder was anderes ist. Bei was anderem habe ich das noch nie erlebt. Aber bei Fleisch gibt es manchmal Leute, die kommen dann zu dir. Und sie wissen, dass sie zum Essen eingeladen werden. Und sie kommen bewusst. Und nachdem das Essen serviert worden ist, dann fällt ihm ein zu fragen, ob das halal ist. Also wenn das schon sein müsste, dann hätte der es viel früher machen können. Außerdem machen sie das manchmal mit Leuten, die sie seit Jahrzehnten kennen, ja, mit denen sie Umgang pflegen, und dann fällt ihnen irgendwann nach Jahren mal ein, zu fragen, ob das halal ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Auch Ibn Mas'ud radiallahu anhu wurde mal gefragt, Jemand fragt ihn, er sagt, ich habe einen Nachbarn. Und dieser Nachbar arbeitet mit Zinsen. Und er ruft mich zum Essen. Und er sagt Ibn Mas'ud, laka mahna'uhu wa alayhi ithmu. Also das bedeutet so viel wie, dir der Genuss und ihm die Sünde. Das heißt, wenn du davon isst, von diesem Essen, was er dir anbietet, und sollte es aus verbotenen Einkommen stammen, dann ist die Sünde auf ihn und dir bleibt nur der Genuss übrig. Also du trägst keine Sünde mit. Al-Thawri, der diesen Text überliefert, er sagte dann aber, im Anschluss sagte er, es sei denn, er weiß, dass dieses Ding, was er jetzt vor sich hat, das selbst verboten ist. Oder aus verbotener Quelle erworben wurde. Nur in diesem Fall. Okay. Es gibt noch die anderen Details, die will ich jetzt nicht erwähnen, die hatten wir im Seminar besprochen, also wen es interessiert, der kann dort schauen. Was ich aber einfach nur nochmal sagen will, nicht das Meiden der Schubuhat kann also löblich sein. Löblich kann dann kann entweder verpflichtend sein oder mustahab, es kann aber auch unlöblich sein. Es kann in Richtung Waswasa gehen und Übertreibung. Meshi. Wie zum Beispiel, jemand schießt ein Tier an, er geht auf die Jagd, schießt ein Tier an und das Tier verschwindet und rennt weg. Und nach einer Weile sieht er es wieder, er sieht es dann in einem anderen Gebiet, er erkennt, das ist das Tier, was ich angeschossen hatte. Denkt dann aber, möglicherweise gehörte das Tier jemandem. Und dann sagt er, ich lasse es lieber. Also er lässt es, weil es für ihn eine Schubha ist. Ist es nicht tatsächlich möglich, dass es jemandem gehört hat? Ist möglich, oder? Also ist die Schubha berechtigt. Nein, die Ahlul Ilm erwähnen, sowas zu meiden ist Waswasa. Das geht schon ins Extrem und in die Übertreibung. Es gibt doch gar kein Indiz dafür. Hast du irgendein Indiz dafür, dass das jemandem gehören kann? Irgendein Delil, das ist einfach pure Spekulation. Meshi. Oder wenn man sagt, heute können wir nichts mehr essen, außer das, was du selbst anbaust. Nur das, was du in deinem Garten hast und das Wasser aus deinem Brunnen, weil es gibt kein Geld mehr, das 100% halal ist.
Es ist immer irgendwie verbotenes Geld im Umkreis. Und deswegen gibt es keinen Weg mehr, außer sich vom eigenen Grün zu ernähren und vom eigenen Brunnen, den man hat. Und das ist eine extreme Übertreibung. Das ist pure Waswas, sowas zu meiden. Oder du hast 100 Schafe, die du schächtest. Und diese Schafe werden geschächtet mit, werden also erstmal betäubt mit Stromschlägen. Und diese Tiere sterben eigentlich nicht vom Stromschlag. Der Stromschlag ist nicht zum Töten gedacht. Der ist zum Betäuben gedacht. Es kann aber tatsächlich passieren, dass ein Tier mal stirbt. Kann passieren. Wie beim Menschen, Jani, wenn man einem Menschen Stromschläge gibt, mit einer bestimmten Stärke, normalerweise sollte er nicht sterben. Kann aber sein, dass es zu Kreislaufschwierigkeiten kommt oder sonst was und es stirbt. So, du hast jetzt 100 Schafe geschächtet und es ist die Wahrscheinlichkeit da, dass eins oder zwei, drei davon vielleicht tot waren, als sie geschächtet worden sind. Sagen wir jetzt die ganzen 100 Schafe auch wegschmeißen wegen dieser Eventualität. Das ist auch Waswasa. Das ist Waswasa. Übrigens, damit man das auch begreift, dass mit der Betäubung von Tieren durch Stromschläge und so weiter, das ist noch eine sehr, diese Situation ist noch nicht so akut wie die, die im Koran genannt wird. Weil durch die Betäubung ist das Tier nicht im Sterbeprozess. Es liegt nicht am Sterben. Allah Ta'ala erwähnt aber einen Fall im Koran, da ist das Tier am Sterben, es ist aber noch nicht tot, es ist am Sterben, aber wenn man es schächtet, bevor es yani den letzten Hauch an Leben verliert, ist es essbar. Allah Ta'ala sagt, وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Er erwähnt eine ganze Menge von verbotenen Tieren. النَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ الْمَوْقُوذَةُ. Tiere, die gestürzt sind. Tiere, die durch Stoßverletzungen sterben. Tiere, die erwürgt werden und dadurch sterben. Die sind alle verboten, weil sie Kadaver sind. Und dann erwähnt er am Ende der ganzen Beispiele, وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ, und was von Wildtieren, Raubtieren angegriffen wurde, angefressen wurde, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ, außer das, was ihr davon geschächtet habt. Die Ibn Abbas und andere Mufassirun sagten, dieses außer was ihr geschächtet habt, kehrt zurück zu dem Wort Ma'akala Sabur und was das Raubtier angefressen hat. Also es ist nicht eine neue Art von Tieren, was sie geschächtet haben, sondern eine Ausnahme von dem, was das Raubtier angefressen hat. Das heißt, er sagt, wenn Raubtiere ein Tier anfressen und das Tier verblutet und du schächtest es, bevor es stirbt, darfst du es essen. Meshi? Ist das eine akutere Situation oder ein betäubtes Tier, das lebt, alles funktioniert bei ihm, sein Herz klopft, sein Gehirn funktioniert, es ist lediglich betäubt und ich schächte es. Warum soll das verboten sein? Warum soll das nicht essbar sein? Es geht nicht um die Frage, ob man das machen soll oder nicht, nur mal so, ob das Betäuben legal ist oder nicht, das ist nicht die Frage, aber wir reden davon, wenn ein Tier betäubt wurde und geschächtet wurde, ist das halal. Das Fleisch ist halal. Khalas? Tayyib.